Also ich denke einen positiven, weil sich ganz viele Leute wieder, du siehst es ja hier, es sind viel mehr Leute wieder draußen, die Zeit, die Uhren, die ticken wieder langsamer. Die Leute haben doch mehr Zeit, sich auf wesentliche Dinge wieder zu beruhen. Und also ich denke, das kriegt auf jeden Fall wieder einen Aufschwung. Ich denke, das ist gut. Also für uns ist es, also um die Leute mal dieses ganze Wirrwarr, dieses ganze schneller, höher, weiter mal zu stoppen und den Leuten auch mal eine Chance zu geben, nachzudenken. Ist das überhaupt richtig, was wir da gerade machen? Also ich denke, das geht wieder super schnell, dass man sich wieder in den alten Mustern wieder verfängt. Also ich glaube da nicht dran. Mhm. Ein paar Sachen werden sich bestimmt ändern, aber sobald hier wieder alles offen ist, vergessen das die Leute ganz, ganz schnell. Mhm. Also ich würde es mir wünschen. Ich sehe auch eine Chance, auch jetzt halt für uns als nachhaltiges Brand, weil größere Firmen jetzt auch, man sieht ja, wie die jetzt ihre Sachen vernichten müssen, wie ganz große Order gestoppt werden, aufgelöst werden und den Leuten, die jetzt halt nicht direkt vielleicht in der EU sind, in Indien, in Pakistan, wo die Leute dann nicht aufgefangen werden von dem Sozialstaat und die zerlegt es halt jetzt gerade komplett. Und da sieht man, das wird gut, aber solche Sachen halt hat man ja die letzten 10 Jahre, 15 Jahre mit dem Einsturz da von der Produktionsfactory in Bangladesch eben gesehen. Das juckt dann schon mal ein bisschen, aber schlussendlich ging es dann doch wieder weiter, ne? Mhm. Also, aber ich tue mir da schwer. Mhm. Auf der einen Seite würde ich es mir wünschen, aber ich glaube, das braucht noch ein bisschen. Und es muss von ganz oben muss es entschieden werden, meiner Meinung nach. Das kannst du nicht jedem Einzelnen überlassen. Schön wäre es, wenn jetzt echt die Regierung da mit dieser Krise auch nochmal sagt, hey, wir wirklich Gesetze verabschiedet, wo der Bürger gezwungen ist, Sachen zu machen. Ne? Dass du auch wirklich nicht mehr bei so billig Sachen einkaufen kannst, natürlich dafür auch Alternativen bietest. Das hat ja nicht jeder das Geld, um sich jetzt so nachhaltige Klamotten zu kaufen, aber die dann subventionieren, ich weiß es nicht, aber da muss meiner Ansicht nach die Regierung ran. An einem Haus am Meer. Ich habe mir jetzt vor ein paar Wochen ein Tattoo stechen lassen, damit ich das noch mehr verankern kann. Okay. Das sieht man schon mal, so einen Steg, der aufs Meer rausgeht. Ach geil. Und dann kommt noch... Ja? Ich kann es mir vorstellen, aber wo hast du es hintätowiert? Auf dem Arsch. Arsch, geil, deshalb bist du in den Wald gegangen. Zeig mal her jetzt. Nein, wir sind auf dem Unterarm. Sieht man das? Ja, man sieht. Sehr cool, okay. Genau. Und da sehnst du dich direkt auf die Haut gestochen. Moritz, das war's schon. Vielen, vielen Dank.